Hey, wo sperren wir denn den? Der ist ja gut über den Winter gekommen. Da gibt's doch nur eins, zu unserer Diplomatencrew. Da hast du aber Schwein, Dicker, dass du da reinkommst. Das sind nämlich unsere besonderen Lieblinge, ausgesprochene Musterbübchen. Die werden sich auch über dich freuen. Du bist der ideale Zeitvertreib für dich. Aber höchstens für ein, zwei Tage, dann liegst du nämlich im Hospital und kannst dich ausruhen. Sag mal, hast du schon mal gebetet? Ja, genau, das solltest du eigentlich tun. Na ja, das lernt er alles. In ein paar Minuten weiß er, wo es lang geht. Wir haben ein neues Bübele für euch. Das ist Frank Cobra, er hat 6 Morde auf dem Kasten. Die schlanke Fichte da unten ist Destin Human, er hat 5-mal lebenslänglich. Die Tätowierung trägt er nur, damit man ihn unterscheiden kann von den anderen. Das ist Erik van Dijk, der Holländer. Er bringt Leute nur so zum Spaß aus Langeweile um, sagt er. Henry Coleman, er züchtet Kanarienvögel, um dann die Freude zu haben, wenn er sie erwürgt. Ein Spitzenhaufen. Steh da auf, Moppelchen. Oder es gibt was hinter die Ohren. Hörst du nicht? Er scheint was an den Ohren zu haben. Wir müssen ihm das anders erklären. Eine große Ehre wird dir zuteil, Moppel. Du bist zu unserem Kammerdiener ernannt worden. Kannst gleich anfangen. Der Lokus muss geputzt werden. Dann muss der Boden gefegt werden. Dann machst du mein Bettchen und wäschst die dreckige Wäsche. Warum denn gerade ich? Bin ich etwa dran? Weil wir das befohlen haben. Jetzt komm hoch, sonst mache ich dir Beine. Was meinst du, wie schnell ich aus dir eine Flunder mache, mein Junge? Dann muss ich ja wohl. Ja, dann musst du wohl. Musst du wohl. Geht schon los, ist ja köstlich. Mensch, die nehmen gleich in der ersten halben Stunde die Zähne raus. Oh, ich sehe lieber mal nach, dass die den nicht umbringen. Ich hab jetzt 2 Stück Zucker reingetan. Deine Schuhe werden so, Meister. Ja. Entschuldige, da ist ein Fusselchen drauf. Was ist denn hier los? Seid ihr alle verrückt geworden? Jetzt hören wir aber auf mit der Spielerei. Wozu habe ich euch denn erzogen? Alles mit dem Gesicht zur Wand. Seid schön brav. Wir versprechen es dir, geliebter Moppel. So, Jungs, heute gibt's die doppelte Laufaktion.